Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich in meiner Sendung, dem HSZ-Radio-Magazin. Als erster Informationssender informieren wir Sie über aktuelle Ereignisse aus erster Hand. Sie hören exklusiv Berichterstattung aus Wirtschaft und Politik, Kultur und Lokalem aus der Keltenstadt Hallein und dem Tennengau. Halleins Plattform auf der Radiofabrik mit einer technischen Reichweite von 300.000 Zuhörern und Zuhörerinnen. Der Sender mit 12 Medienpreisen. Das Programm für den Salzburger und bayerischen Raum. Es ist jetzt ganz genau 12.30 Uhr und wir sind in der zweiten Halbzeit meiner Sendung angelangt und ich habe heute Gäste bei mir. Und zwar sind Silvia Martinek und Wolfgang Theodor Müller bei mir im Studio und wir behandeln heute das Thema Burnout. Und ich denke mir, aktueller könnte das Thema ja eigentlich gar nicht sein, denn in dieser schnelllebigen Zeit, die wir jetzt haben, ist es sehr, sehr schwierig zu leben, mitzukommen und dass man allgemein überhaupt dieses Wettrennen schafft. Sei es jetzt im Beruf oder ja, also da finde ich es sehr, sehr schwer. Ich sage jetzt einfach einmal Hallo. 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 Im Gleichklang. So, jetzt muss man dazu sagen, ich sage jetzt du, ja. Ist das in Ordnung? Okay, absolut. Passt. Ihr habt ja den Film gedreht, Burnout, deine Chance zum Neubeginn. Und ich finde gerade diesen Titel sehr markant und sehr, sehr gut. Denn wenn man so weit ist und ein Burnout hat, dann denke ich mir, muss man daraus lernen und kann man es sehr wohl als Chance sehen. Ist ja sehr, sehr schwierig, ein Burnout. Ja, ich denke mir, ich fange mit der Silvia an, denn dich hat es ja wirklich getroffen. Du hast ein Burnout durchlebt. Vielleicht möchtest du ganz kurz erzählen. Ja, also ich habe 2011 einen Burnout gehabt. Es ist aus verschiedenen Gründen passiert. Ich war alleinerziehende Mutter und war krampfhaft am Festhalten an alten Strukturen. Und das bringt einen dazu, dass man immer weniger auf sich selbst schaut und dann immer Kompromisse eingeht, weil man einfach funktionieren möchte. Und das Burnout treibt einen so weit, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ja, dass man Stille halten muss, ja, und dann vom Prinzip her das Loslassen lernen darf. Und das ist die Chance bei einem Burnout. Wir haben 2012 Dreharbeiten gehabt zu einem anderen Film und dadurch, dass ich da 2012 gerade erst richtig rausgekommen bin und es war total einfach, dieser Schritt aus diesem Burnout raus, war es mir dann so wichtig, dass wir dann unsere Protagonisten, die wir eh schon vor Ort gehabt haben, auch zu diesem Thema Burnout eben befragen. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, du hattest ja auch einen sehr stressigen Beruf. Du warst bei der Gebietskrankenkasse in Salzburg tätig. Ja. Nicht unbedingt jetzt ein Job, den man so locker nebenbei her macht. Also ich habe den Job bei der Gebietskrankenkasse sehr, sehr geliebt. Also die Tätigkeit, die ich gemacht habe, die war für mich, die habe ich als sehr wertvoll befunden. Aber natürlich ist man da einen Druck ausgesetzt. Ja, klar. Also ich habe ja... dadurch, dass ich alleinerziehend war, natürlich die ganze Erziehung übergehabt von einem pubertären Kind. Dann eben den Job, ja, und auch noch die Freizeitaktivitäten. Also ich habe mich immer weitergebildet, weil man möchte ja, man möchte funktionieren und man möchte immer mehr erreichen und dann kommt man so in einen Strudel rein. Mhm. Dann geht man auch Kompromisse ein und arbeitet da gegen sich selbst. Die im Prinzip für den eigenen Körper dann sehr faul sind. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist jetzt mein Gefühl, ich kenne die Statistik nicht. Das wäre vielleicht interessant zu wissen oder vielleicht wisst ihr das. Mir fällt auf, dass das Burnout eigentlich eher bei Männern zu finden ist es wie bei Frauen. Also das kann ich nicht wirklich bestätigen. Ich denke mal,
Die Diagnose Burnout gibt es ja noch nicht. Und das Burnout äußert sich in verschiedensten Lebensbereichen. Oft bleibt es einfach unerkannt, ja. Körperliche Symptome sind im Bereich der Verdauungsprobleme zu finden, der Müdigkeit, Panikattacken, Panikattacken. Depressionen. Ja, also Burnout verursacht viele körperliche Leiden und deshalb ist es oft gar nicht wirklich diagnostizierbar. Zu dir jetzt, Wolfgang, wie bist du mit diesem Thema in Berührung gekommen? Also bei mir fing das schon sehr, sehr viel früher an, zu einer Zeit, als es den Begriff Burnout überhaupt noch gar nicht gab. Das war 1995 gewesen. Ich hatte eine größere Firma gehabt. Es ging mit einem Schlag alles den Bach runter. Ich habe dann erst gemerkt, also durch eine Scheidung, durch eine Trennung von meiner ersten Frau, und ich habe da erst gemerkt, wie ausgebrannt ich war, wie ich nur für andere gelebt habe. Ich wollte für alle die Verantwortung übernehmen, auch ungefragt. Und irgendwann nach dieser Trennung ist mir überhaupt aufgefallen, wie kaputt ich körperlich war. Es war einfach, es ging nicht mehr. Und wäre diese Trennung nicht gewesen, ich würde wahrscheinlich heute überhaupt gar nicht mehr leben. Es war so dramatisch, ich habe Bronchialasthma bekommen. Ich habe meinen ganzen Leib gezittert, also ich habe mich nur von Kaffee und Aspirin ernährt. Gottes Willen. Wenn ich von meinem heutigen Gewicht ausgehe, ungefähr 25 Kilo weniger auf der Waage bringend. Aber es war für mich die Chance, weil ich ganz unten war, weil ich alles loslassen konnte, wieder neu zu beginnen. Und damals gab es vielleicht den Begriff Managerkrankheit, Ich oder? wollte gerade sagen, also ich glaube, also das Wort Burnout, wenn das jetzt 5 Jahre alt ist, dann ist es viel. Ja. Denn früher war es die Managerkrankheit oder schlichtweg einfach eine Depression. Depression Aber oder darüber hat Überlastung. man ja nicht offen geredet, weil man ja dann eben in der Gesellschaft ausgegrenzt war. Das Ausgegrenzt muss war. man jetzt wirklich so sagen. Absolut. Also dieser Begriff Depression wurde immer gleichzeitig Ja. gesetzt mit zu faul zum Ja. Arbeiten, Loser, Verweigerer, Ja, genau. Wenn Sozialschmarotzer. man jetzt noch weiter zurückgehen würde, dann ist ja eigentlich Burnout ganz, ganz was Altes und Natürliches, finde ich. Denn zum Beispiel die Soldaten, die zurückgekehrt sind, Absolut. die hatten ja auch alle ein Burnout, nur es wurde ja nie darüber gesprochen, geschweige denn hatten sie die Möglichkeit einer Behandlung. Ja, weil es auch so nicht erkannt wurde. Es wurde immer irgendwie mit Depression in Verbindung gebracht. Genau. Beginnende leichte Schwere bis Ja, hin ja, ja. zur Psychotherapie, die dann auch notwendig war, um den Menschen überhaupt abzuholen. Was vorher schon gesagt worden ist, also gerade Panikattacken Ja. sind sehr, sehr, sehr häufig Verbreitet. anzutreffen. Ja. Und vor allen Dingen Burnout, wenn man es nicht erkennt, wenn man weiter sein Leben so lebt, wie man es bisher gelebt hat. Ja. Die Seele. Hat keine andere Möglichkeit, sich auszudrücken über körperliche Befindlichkeiten, also sprich Krankheiten. Und es geht bis zur Totalaufgabe des Körpers, also sprich bis zum Krebs, Herzinfarkte oder Ja, sonstige ja. Dinge, wenn der Mensch kein Stoppsignal setzt. Ja. Und das ist also die Erkenntnis, die wir gesagt haben, der Mensch lebt im Grunde genommen ein fremdes Leben, eins, was ihm aufgedrückt wird. Es sind immer diese Symptome, die da eine Rolle spielen, eben halt perfekt sein zu wollen, Ja. jedem gefallen zu wollen, everybody's darling sein Ja, zu wollen, genau. nie Nein sagen zu Ja, können, auch genau. das nie gelernt zu haben, wenn die Ja, Eltern schon ja. sagen, Kind sei ruhig, halt die Klappe, wenn die Eltern sprechen oder sei lieb Geht in zu der wem auch Erziehung schon immer, an, ja. fängt in der Ja. Erziehung an, absolut. Jetzt, wir haben gerade gesprochen über die Symptome und über die Erkennung. Ich denke mir, der erste Schritt ist ja eigentlich das Erkennen. Und wichtig wäre ja dann der zweite, nämlich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, so halt, nicht so weit und nicht weiter und ich nehme mich zurück und ich schaue mir auf mich selbst. Die Signale des Körpers wären wichtig zu erkennen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Aber das Burnout selber, also wenn man wirklich im tiefen Burnout Ja, steht, da kann man es ja, glaube ich, gar nicht mehr selber. Na. da kann man auch nicht mehr davonrennen. Ja. Wenn man mal erkannt hat, dass es ein Burnout ist und man steuert wieder mal drauf zu, ja, weil man immer wieder die Grenzen überschreitet, ist es beim zweiten Mal dann einfach leichter, das zu erkennen und umzusetzen. Jetzt ist ein Burnout gleichzusetzen mit einer richtigen Depression. Ist man da, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt da aus Erfahrung sprechen kannst, aus deiner eigenen Erfahrung oder vielleicht jemanden kennst. Ist es diese negative Einstellung, dieses Tief, was man dann hat?
Das Burnout selber entsteht nicht aus einem Tief und aus einer Verstimmung heraus, sondern eigentlich aus der aus der Aktion. Ja, genau, aus den ganzen Aktionen, die man setzt. Das ist mir schon klar. Ja. Aber in diesem Burnout selbst dann, meine ich jetzt. In dem Burnout selbst ist man, man erkennt sich selbst nicht mehr, weil man davor ja so viel geleistet hat. Man ist jetzt nicht unbedingt in einer depressiven Phase, sondern in einer Kraftlosigkeit drinnen. Eigentlich in einer Verzweiflung, dass man nicht mehr so funktioniert, wie man früher funktioniert hat. Ja. Es ist, ja, man kann einfach dann wirklich nur mehr loslassen und flach liegen. Aber bis man dann wirklich bereit ist, diese Sicherheitsleinen loszulassen, und das ist ja, der Schlüssel zur Heilung. Ja, ja. Die Konsequenzen aber auch draus zu ziehen oder zuzulassen, wenn man diese Leinen, diese Sicherheitsleinen, die man so im Leben aufgebaut hat, loszulassen, ja, und einfach Vertrauen drauf. Ja. Ja. Beziehungsweise die Reißleine zu ziehen und zu sagen, so, und jetzt muss ich mich einfach zurücknehmen, ja, und die Signale des Körpers, dass man da mehr drauf hört. Aber ich denke mir, in dieser schnelllebigen Zeit ist es ja auch sehr schwierig. Man wird ja wahnsinnig unter Druck gesetzt seitens des Arbeitgebers. Man muss ja auch viel leisten, um überleben zu können. Heute noch mehr als wie früher, habe ich das Gefühl. Dieser gemütliche Gang, denn was man früher so hatte, sich um nichts sorgen zu müssen, das ist ja heute nicht mehr. Man schaltet die Nachrichten ein und hört immer nur dieses Negative, weiß gar nicht, wie es in der Zukunftsängste, glaube ich, spielen hier eine ganz große Rolle. Da gehören aber immer zwei dazu. Wenn man sich natürlich den negativen Nachrichten hingeben möchte. Na, man hört ja keine positiven. Gibt es positive Nachrichten? Das sage ich jetzt als Herausgeberin einer Zeitung, ja, die täglich mit Nachrichten konfrontiert ist und sich sehr dafür interessiert. Gibt es positive Nachrichten? Also es gibt Bad News are good news, ist bitte. Das ist bitte. Ich sagen. Das ist ja furchtbar. Ja, ja. Es werden ja keine positiven mehr gebracht. Ja, aber man kann sich dem trotzdem entziehen, wenn man möchte. Naja. Also man muss nicht überall mitmachen. Ja. Na, das hat, glaube ich, mit Mitmachen nichts zu tun, denn wenn man sich umsieht, wie viele Kriege jetzt gerade, wie viele Brandherde wir jetzt haben, hat das mit Entziehen. Da kann ich schon verstehen, dass man vielleicht Ängste bekommt. Ukraine beispielsweise ist nicht weit weg. Und es gibt mir auch sehr groß zu denken, dass im Heiligen Land jetzt gerade Krieg ist. Ein so furchtbarer Krieg zum Beispiel. Es ist aber immer die Frage. Es ist wirklich die Frage, wie sehr will ich mich persönlich in meinem Leben damit beschäftigen. Aber ignorieren darf man es doch nicht. Man muss nicht. Es ja ändern. Es gehört zum Leben mit dazu. Das ist aber eine Sache. Viele Menschen leben nur noch im Außen. Das heißt, die leben ein fremdes Leben. Darum auch die vielen erfolgreichen Doku-Soaps. Ich sage manchmal auch meinen Klienten, die zu mir kommen, die eben halt das Burnout-Syndrom haben oder schon starke körperliche Beschwerden. Am besten ist es mal vor dem großen Flachbildschirm, Fernseher, einen Spiegel vorzustellen und damit die Leute sich mal anfangen, wieder mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst zu beobachten, nicht ein fremdes Leben zu leben. Das ist ja so super leicht. Kommentare abzugeben zu einem fremden Leben. Da ist man auch Experte, dann ist man immer der Schlauere. Nein, das habe ich jetzt auch gar nicht so gemeint, nee, also mit denen, dass man Kommentare abgibt. Da geht es mir ja nicht darum, dass man einen Kommentar abgeben darf, sondern ja, ich denke mir schon, dass man sich über die wirtschaftliche Situation Europas insgesamt Gedanken machen muss. Zum Beispiel, die Gehälter werden auch nicht besser und dann kommt es natürlich zu mir, ja, nicht? Wie werde ich in Zukunft verdienen? Wie kann ich meine Familie ernähren? Ja. Du jetzt als alleinstehende Mutter, wie kann ich mein Kind ernähren? Wie bringe ich es in den Kindergarten? Wird es das überhaupt noch geben? Das sind doch auch alles Ängste, die man dann hat und wo ich mir dann schon denke, da wird man ganz schön unter Druck gesetzt, verdammt nochmal. Ja. Dem kann man sich nicht entziehen, weil man ständig Angst haben muss, funktioniert das oder funktioniert das nicht mehr. Aber du kannst die Zukunft nicht heraus vorhersagen. Also du kannst nur im jetzigen Moment leben, ja, was in der Zukunft ist. Es ist unser Verstand, der ist so übermächtig geworden, der führt so Denkprozesse durch und dadurch ergibt sich eine logische Zukunft. Und vor dieser Zukunft, die wirklich noch nicht eingetreten ist, haben wir Angst, weil da könnte das und jenes passieren. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, man kann die Zukunft nicht vorausbestimmen, also sollte man auch versuchen, die Zukunft... Nein, vorausbestimmen nicht, aber natürlich hat man dann schon Bedenken. Also ich denke mir schon, man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen, gerade mit Kindern. Es kommt wirklich oft einmal anders, als wie gedacht. Also das sowieso, aber trotzdem muss man in die Zukunft ein bisschen denken
und für die Zukunft sorgen. Natürlich. Das geht ja gar nicht anders. Es ist doch klar, dass man einen Terminkalender hat und zum Beispiel die Fahrt hier hin, die muss geplant werden, das und das und das. Es ist aber die Frage nach den angstvollen Gedanken für die Zukunft, die genährt werden aus meinen negativen, teilweise negativen Erfahrungen in der Vergangenheit. Ich habe Schubladen angelegt und wenn ich es für die Zukunft reinsetze, dann entsteht ein kurzes Vakuum, das meine Erfahrung meines Lebens transportiere ich in eine mögliche Zukunft, eine Zukunft aber, die das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten beinhaltet. Ja. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, welche Zukunft in mein Leben treten wird. Mhm. Trotzdem mache ich mir aber die Angst dazu und bleibe dann gelähmt. Ich habe Angst vor alles und jedes Mögliche. Und das ist das große Problem. Man muss aber dazu sagen, ich bin zum Beispiel eine sehr starke Persönlichkeit und ich glaube, ich bin nicht anfällig und ich war es auch bis jetzt nicht für Depressionen oder Burnout. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Und ich habe schon sehr, sehr viele negative Situationen in meinem Leben gehabt. Die hat manche 80-Jährige nicht. Mhm. Aber ich habe es immer gut durchgestanden. Jetzt, und ich tue mir schwer mit Menschen, die etwas labiler sind oder nicht so stark sind. Da denke ich mir, ja gut, ab und durch und fertig. Der natürlich denkt anders und auch das muss man akzeptieren, dass es Menschen gibt, die haben nicht so eine dicke Haut. Die sind etwas labiler und können eben nicht so handeln. Aber genau deshalb, weil sie nie gelernt haben, zu sich selbst zurückzuschauen. Aber können sie ja nichts dafür. Können nichts dafür ist immer so eine Sache wiederum, dass ich sage, ich gebe die Verantwortung für mein Leben einfach an jemand anders ab, indem ich einfach sage, ich kann doch nichts dafür, die anderen sind schuld. Ja. Ich muss wirklich versuchen zu überlegen, warum bin ich so, wie ich bin? Ja. Warum reagiere ich in bestimmten Situationen genauso? Welcher Knopf wird bei mir gedrückt, damit ich genau und immer wieder funktioniere, weil ich das eigentlich doch nicht will? Mhm. Das ist also diese klassische Konditionierung, die ich aber viel in meiner Jugend oder in der Kindheit von den Eltern abgeguckt habe, wie die leben, welche Glaubenssätze sie haben zum Leben. Zum Beispiel, man muss sich das Leben hart erarbeiten, man bekommt nichts geschenkt oder modern ausgedrückt, das Leben ist kein Ponyhof. Ja. Das sind alles einschränkende Glaubenssätze und die Kinder werden damit erwachsen und werden erwachsen und geben sie ihren Kindern wieder weiter. Jetzt, weil wir gerade bei den Kindern sind, es ist ja auch sehr, sehr traurig, Burnout gibt es auch bei Kindern. Absolut, ja. Das glaubt man ja fast gar nicht, aber es ist eben Realität. Ja. Also wir haben zum Beispiel in dem Film einen Großteil im Film dem Platz auch, sagen wir mal, Platz gegeben. Ja. Gerade dieses sogenannte Kinderburnout, also die totale Überforderung und die Überlastung und die... Ich denke mir, es geht ja schon in der Schule an, wenn ich mir da ansehe. Das ist ja absolut. Wahnsinn, was die da lernen und dann Aufgaben noch mit nach Hause bringen und unter was für ein Leistungsdruck das die stehen. Das ist ja... Ja, ich denke mal, früher haben sich nicht wirklich die Eltern so um uns gekümmert. Ja. Die haben uns einfach Freiraum gelassen und wir haben können in der Natur herum tollen. Und jetzt gibt es einfach weniger Kinder. Die Familien werden immer kleiner und natürlich möchten dann die Eltern, dass die Kinder dann erfolgreich werden. Und deshalb haben die Kinder viel, viel mehr Druck. Ja, ja. Und dann kommt natürlich unser heutiges Zeitalter dazu mit den vielen Handymöglichkeiten. Das ist im Grunde genommen eine elektronische Leine, an die Kinder gebunden worden sind. Früher, in meiner Zeit zum Beispiel, hieß es einfach, da gingst du nach der Schule, die auch kürzer war, nicht so lange, auf den Bolzplatz oder hast dich mit deinen Gleichaltrigen getroffen, hast Indianer und Cowboy gespielt, hast in irgendeiner Weise etwas gemacht. Die Eltern wussten in etwa, wo du bist. Und dann hieß es, abends um 18 Uhr bist du zu Hause, dann gibt es Abendessen, bist du nicht pünktlich, da gibt es am dem Abend kein Abendessen. Genau. Gut, das sind jetzt Erziehungsmaßnahmen. Ja, aber ich sage nur, man war aber auch mehr mit der Natur konfrontiert. Absolut, und ich denke mir, die Natur gibt schon sehr viel. Jetzt, wie kann man, wir haben ja nur mehr ganz kurz, wie kann man eigentlich, die Zeit vergeht so schnell. Wir haben die Zeit irgendwie gelegt. Ich weiß, es wäre so ein wichtiges Thema, da könnte man wirklich stundenlang drüber sprechen. Aber weil wir gerade dabei sind, ich meine, es gibt ja diesen Film, der wird gezeigt wo?
Der wird also, erstmal ist der überall zu kaufen, wo es eben halt Online-Shops oder Handlungen gibt. Wie lange dauert er denn überhaupt? Also wir haben zuerst eine DVD-Version rausgebracht, die dauert 2 Stunden und 15 Minuten. Ja. Wir haben es wirklich nicht kürzer hingekriegt, weil jede Aussage so unendlich wichtig ist. Und wir haben tolle Protagonisten, also sehr bekannte auch, sehr viele Ärzte, die das auch ganzheitlich arbeiten und denkende Ärzte. Ja. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir also diese auch vor die Kamera bekommen haben, die sehr mutig waren, eben halt auch über den Tellerrand zu schauen und auch mal Burnout mal zu definieren, was es eigentlich wirklich ist. Und da gibt es im Film eine ganze Menge Lösungsansätze der sogenannten sanften oder Energiemedizin, damit man nicht unbedingt immer mit Psychopharmaka sofort anfangen muss. Energiemedizin, was wäre das beispielsweise? Energiemedizin ist zum Beispiel alternative Heilung, spirituelle, Meditation geistige Heilung. Beispiel. Meditation ist eine ganz wichtige Sache, wieder auf seinen Körper zu schauen, vor allen Dingen die Ursachen zu erkennen durch eine vernünftige Lebensberatung, zu sehen, wo habe ich mir das eingefangen, wo sind meine Ursachen, mehrere. Ja. Und da werden dann Lösungsansätze gesetzt, wie man auch Burnout erkennt. Wir haben zum Beispiel jemanden interviewt, eine Iris-Diagnostikerin oder Iridiologin. Dankeschön. Okay. Ich komme da immer nicht drüber weg über den Namen. Also die Iris-Diagnose macht, also Augendiagnose. Ja. Und die also wirklich da erkennen kann, wann Burnout angefangen wurde, in welchem Stadium du drin bist. Und dann kannst du darauf aufbauen, zum Beispiel eben halt mit Yoga, mit alternativer Medizin, auch mit geistiger Heilung, aber auch mit sanfter Medizin, wie traditionelle chinesische Medizin, da Lösungsansätze zu finden. Okay, Silvia, betrachtest du dich heute als geheilt oder musst du immer noch Schutzmaßnahmen aufbauen, weil du selbst merkst, dass du jetzt wieder da hineinkommst? Vielleicht ganz kurz zum Schluss, würde mich das interessieren. Ich glaube, dass ich sicher über längere Zeit noch mit diesem Thema beschäftigt bin, weil es ein tägliches Lernen ist, seine Grenzen und einfach frühzeitig zu setzen. Okay. Aber es ist immer wieder eine Chance, wenn man merkt, dass man in die Richtung wieder kommt, dass man innehält und einfach dann einfach ehrlich ist. Man wird dann immer mehr zu sich selbst. Okay, gut. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle recht herzlich. Und ja, das Video heißt Burnout, deine Chance zum Neubeginn. Und ja, wir hören uns dann um 14 Uhr mit dem Festspiel Mosaik. Und ich verabschiede mich recht herzlich von Ihnen. Getrunken ohne Ende, Aspirin mindestens 10 bis 12 Tabletten. Ich habe Schmerzen gehabt beim Brustkorb, ich habe immer Schmerzen gehabt am linken Arm. Einfach so das Gefühl, einen Stempel aufgedrückt zu bekommen, nicht mehr einsatzfähig. Oh Gott, was kommt heute wieder? Und ich werde es nicht schaffen. Ich will nicht mehr. Und trotzdem macht man weiter. Ich wollte was schreiben, es ging nicht. Ich wollte denken, es ging nicht. Ich wollte eine Besprechung machen, mir fiel nichts ein. Es war alles stumpf und tot. Das Problem war, dass dann der Arbeitgeber dachte, ich bin zu faul zum Arbeiten. Ich muss morgens dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter ihr Geld bekommen. Ich muss dafür sorgen, dass sie ihre Provision bekommen. Ich muss. Höre ich mit den Kunden nicht auf, bin ich in 3 Monaten tot. Heute ist es
im Management schon uncool, noch keinen Burnout gehabt zu haben. Ein Seheninfarkt bedeutet eigentlich wie Verkehrsinfarkt, da geht nichts mehr. Da steht dann alles still. Das Leben ist nicht nur eine Last, es ist schon Leid geworden. Wenn einer gequält ist und du kannst, du machst, du musst. In Liebe, nein, ist ein liebevolles Ja zu sich selbst. Die meisten Menschen leiden eigentlich unter einer chronischen Gedankenkrankheit. Und du kannst nicht einschlafen, weil der ganz einfach arbeitet und arbeitet und arbeitet. Burnout reguliert mich neu. Es bringt mich in eine neue Harmonie. Es lässt mich wieder meinen Körper, meinen Geist, meine Seele beginnen zu spüren. Jeder Burnout-Patient muss etwas ändern. Sofort. Hör auf, etwas zu leben, was du nicht leben willst. Versuche nicht mehr etwas zu sein, was du nicht bist. Und höre auf, mit der Gesellschaft, mit deinem Umfeld, mit den Leuten einfach mitzuspielen und immer zu überlegen, was denken die anderen. Punkt.